Übersichtlich in Ausstattung und Farbauswahl erscheint der russische Kalina Cross von Lada auf europäischen Straßen. Die einzig verfügbare Motorisierung bietet aus 1,6 Liter als Benziner 72 kW 98 PS. Der Unterschied zum normalen Kalina ist die dezente Verlängerung der Fahrwerksfedern, die dem Cross 20 mm mehr Federweg spendiert. Optisch wird der Cross durch seitliche Schutzschweller, Kunststoffeinfassung der Radhäuser und entsprechende Beplankung am Front- und Heckschürze ergänzt. Silber und Weiß sind die aktuell für Deutschland vorgesehenen Farben. Ob und wann die passend zu dem knalligen Sitzfarben verfügbare leuchtend Orange kommen, steht zumindest derzeit nicht fest. Obwohl der Kalina Cross mit 10.690 Euro Kaufpreis gegenüber dem normalen Kalina soeben die fünfstellige Marke knackt, dürfte er in dieser Größe der mit Abstand billigste Kraftwagen sein. Die Aufpreisliste gestaltet sich positiv übersichtlich. Für 200 Euro mehr werden Nebelscheinwerfer angeboten. Optisch ähnelt der Kalina am ehesten dem Fabia von Skoda.